sind da kleine Herzchen drauf und dann steht hier Last in Love und Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, dann klickt bitte hier unten drauf auf den Subscribe-Button. Dann könnt ihr kein Video mehr verpassen, denn jeden Montag kommt ab jetzt ein neues Video von mir im Thema Lifestyle, Fashion, Beauty, egal was. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und jetzt beginnen wir doch gleich mal mit meinen Favoriten im August. Als allererstes, denke ich, fangen wir an mit dem Beauty-Favoriten. Denn da habe ich einiges auf dem Boden hier unten liegen, was ich euch unbedingt zeigen muss, was ich jetzt schon mehrere Monate sogar benutze und einfach abgöttisch liebe. Angefangen mit einem Balea DM Aqua Spray, was man sich einfach aufs Gesicht drauf geben kann, wenn es extrem warm ist. Also ich habe zwei Flaschen, beide sind immer im Kühlschrank. Und wenn ich dann morgens weiß, es wird am Tag über heiß, packe ich mir eine schon ein. Die halten sich auch relativ lange kalt oder kühl viel eher. Und das gebe ich mir auch immer nochmal zum Schluss nach meinem Make-up so drüber und sprühe es und sette es damit, weil ich persönlich finde, das reicht vollkommen aus. Für meine Haut zumindest. Und ich liebe, liebe, liebe das Zeug. Mein Freund benutzt das auch sehr gerne und ab und an machen wir das auch eben bei unserem Kleinen, damit er so einen leichten Erfrische-Effekt hat, wenn er auch draußen auf dem Spielplatz ist und sehr viel rennt und Spaß hat. Also sehr, sehr cooles Produkt. So, wenn wir schon beim Thema Gesicht und erfrischend und bla und überhaupt sind, möchte ich euch mein Jojobaöl mal ans Herz legen. Das ist bioaktiv, 100% Jojobaöl zum Eincremen, Massieren und Baden. Ich persönlich nehme das als Gesichtscreme-Ersatz, weil ich habe sehr, sehr trockene Haut bekommen, gerade hier in der T-Zone, ganz schlimm. Und benutze ich das zum Abschminken, zum Eincremen und eigentlich immer, immer, immer. Das ist super, super gut. Ich benutze es auch zum Einmassieren, wenn ich massiert werden möchte oder mein Freund massiere, was nicht so oft vorkommt, ehrlicherweise. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich habe wirklich Problemhaut bekommen. Ich habe gerade in der unteren Mundpartiebereich, Kinn, habe ich sehr, sehr unreine Haut gehabt. Es ist schon wesentlich besser geworden. Ich liebe dieses Produkt. Es wurde mir selbst, ich habe es selbst auf YouTube entdeckt bei einer ganz lieben YouTuberin. Ich werde euch mal unten verlinken, ihren Kanal, weil sie sehr, sehr viel Sachen im Bio-Bereich macht und in Naturkosmetik, was ich super interessant finde. Und sie hatte das gezeigt, ich habe es ausprobiert und bin absolut begeistert und werde mir wahrscheinlich nichts anderes mehr holen. Obwohl ich ja meine koreanischen Produkte auch echt sehr, sehr gerne mag, die ich in dem letzten Video gezeigt hatte. Aber das ist wirklich so ein Allrounder, den man einfach auch mal auf Reisen mitnehmen kann, was eigentlich alles ersetzt. Du kannst damit abschminken, du kannst damit eincremen. Es ist wirklich richtig, richtig gut. So, dann kommen wir zu zwei Nagelprodukten, die ich richtig toll finde. Und zwar, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das ist von Essie ein Pflegelack. Und zwar ist das der Grow Stronger Nagellack. Der ist so leicht milchig. Man sieht nicht wirklich viel auf dem Nagel davon. Es ist so ein bisschen, es korrigiert einfach nur ein bisschen die Farbe des Nagels. Und sie ist wirklich super, super gut, dieses Teil. Also dadurch wachsen meine Nägel sehr, sehr gut, splittern nicht mehr. Und ich trage ihn auch sehr, sehr gerne solo. Also normalerweise gebe ich den immer unter den Nagellack, aber den kann man auch solo sehr, sehr schön tragen. Dann ein weiterer, das ist jetzt ein CND Venulix. Nagellack, den hat mir meine Chefin gegeben. Und ich finde den so, so gut. Wenn ich irgendwie auf Amazon den finde, verlinke ich euch den unten. Die sind sowas von genial, weil man mit einer Schicht decken die super gut. Sie halten sehr, sehr lange, sie trocknen super schnell. Also könnten echte Konkurrenz werden für meine Sally Hansen und Essie Lacke. Super, super toll und super schöne Farbe. Also ihr könnt das hier, glaube ich, sehen, die changiert so ein bisschen. Ja, das ist übrigens die Farbe Tundra 205. Ich verlinke sie euch unten, wenn ich sie finde bei Amazon. Dann zwei Produkte, die ich aktuell gerne trage, weil ich eigentlich mich nicht so gerne schminke um die Augen rum, wenn es so warm ist, weil ich dann wirklich sehr, sehr schnell tränende Augen bekomme und auch sehr gereizte Augen irgendwie zurzeit habe. Deswegen schminke ich mich eigentlich nicht so, das habe ich jetzt nur gemacht fürs Video. Aber das sind zwei Produkte, die ich gerne mal nehme, um wenigstens so ein bisschen Definition ins Augenlid zu bringen, ohne dass ich Mascara benutzen muss, weil es wirklich sehr, sehr schöne Farben sind. Ich zeige sie euch mal aufgetragen. Das sind von Catrice die Penstroke Eyeshadows. Sehr, 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 sehr schön und super butterig. Und man hat hier auch nochmal so einen kleinen Applikator, den benutze ich eigentlich nie. Und dann noch diese Farbe und ich halte sie euch jetzt mal näher ran. Das sind eigentlich nur so eine Nude-Töne, die wirklich so ein bisschen Definition aufs Augenlid machen. Die sind wasserfest, die halten wirklich extrem gut. Also ich brauche schon mal zweimal so drüber gehen mit dem Jojobaöl, damit ich die weg habe. Was ich sehr, sehr gut finde für den Sommer, denn Lidschatten, wie gesagt, und wenn man schwitzt und alles, das ist so anstrengend für meine Augen. Und die beiden tun es nicht und sind wirklich richtig, richtig toll und halten wahnsinnig gut. Dann zum Thema Schminken, wenn wir schon dabei sind, benutze ich momentan super, super gerne die
Bare Minerals Complex Rescue bla bla BB Cream Tinted Hydrating Gel Cream mit SPF 30 drin, was ich super finde. Ich war bei dem Bare Minerals Counter und habe mich beraten lassen im Alexa und die hatte mir das empfohlen. Ich wollte eigentlich das Puder nur haben, das habe ich mir zwar auch geholt, aber ich wollte eigentlich nur das Puder haben und sie meinte, aber ich habe so trockene Haut und eigentlich so schön feinporige Haut, was man ja selber immer so gar nicht sieht, dass sie mir die empfohlen hat. Das ist jetzt die 02 Vanilla. Die ist eigentlich für meine Haut ein bisschen zu dunkel, aber dadurch, dass ich die ja wirklich nur in den Bereichen auftrage, wo ich Probleme habe, reicht das definitiv. Ich habe auch nochmal eine hellere nachbestellt, weil ich die wirklich sehr, sehr liebe. Für den Sommer jetzt super, weil ich jetzt ein bisschen bräuner bin, aber ich weiß definitiv, im Winter wird das nichts mehr für mich sein, die Vanilla. Die hat mir meine Freundin nämlich mitgebracht und ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt und ich habe davon auch überhaupt keine Probleme. Allerdings für Leute, die fettige Haut haben, würde ich das nicht empfehlen, weil sie doch schon einen ganz schönen Glanz aufs Gesicht zaubert. Also ich persönlich mag das ja total gerne, hatte ich ja schon mal im Video erwähnt, aber dieses Produkt ist mein heiliger Gral, ohne das Produkt geht gar nichts mehr. So, und wenn ich mal sehr, sehr unreine Haut habe oder eben einen super anstrengenden Tag hatte und doch ein bisschen mehr Make-up drauf hatte, dann benutze ich super gerne hier dieses Produkt hier. Das ist von Skin Food. Das war in meiner Korea-Box. Wenn ihr das Video nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Das ist eine Korallen-Natural-Soap und die ist richtig toll, aber die trocknet halt doch stark aus. Also das benutze ich sehr, sehr gerne. Einmal bis zweimal die Woche, um einfach mal wirklich alles aus den Poren rauszuholen. Das Zeug holt wirklich alles raus. Das ist richtig stark. Und wenn ihr ganz, ganz trockene Haut habt, bitte nicht nehmen. Ich habe es ja wirklich nur hier oben und ein bisschen in der T-Zone. Da geht das. Dann gehe ich dann danach mit meinem Öl drüber. Aber das Produkt ist mega gut. Also meine Haut hat sich sowas von verbessert in der Kombination mit diesem Produkt. Also diese zwei Sachen haben meine Haut super schön geklärt. Und ich liebe es. Also ich hoffe, dass das noch ganz lange einer meiner Favoriten sein wird. Weil die Haut verändert sich logischerweise auch, aber aktuell sind das die zwei Produkte, mit denen ich meine Haut am besten in den Griff kriege. So, und jetzt noch zu zwei Sachen, wie ich mir immer hier meine Haare mache. Ich liebe es ja, weil es super schnell geht. Und zwar sind das diese kleinen, süßen Haargummis. Das hier ist das Original. Das andere Original habe ich hier drin, das große. Und das ist hier dieses Fake-Ding von Balea oder Balea, glaube ich sogar. Die finde ich auch okay. Für den Alltag zu Hause finde ich sie in Ordnung. Sie leiern jetzt nicht so schnell aus wie die hier, aber dafür kann man die auch nicht wieder ins heiße Wasser geben und dann schrumpfen die zusammen, sondern das kann man tatsächlich nur mit den Originalen machen. Und das hier ist jetzt so ein ganz kleiner, wenn man sich eben den Zopf hier unten macht, dann packe ich den kleinen rein. Ansonsten gibt es die auch immer in größer, den habe ich jetzt gerade hier drin. Und das Schöne ist, dass es die Haare halt nicht so stark strapaziert, also ich mache es halt wirklich nur zweimal rum. Also wisst ihr, was ich meine? Dieses zweimal reicht. Manche machen es ja dreimal und ich glaube, dann ist es doch wieder schädlich für die Haare. Aber wenn man es nur zweimal macht, reicht das super. Und man hat so einen kleinen losen Knoten hier oben. Und ich liebe diesen Style einfach super, super gerne. Also das Produkt ist wirklich was, was ich bisher jedem, wenn ich mit dem im DM war, empfohlen habe, das zu kaufen. Weil ich es wirklich sehr, sehr gut finde. Und das kostet aber leider so um die 4-5 Euro, diese kleinen süßen Teile. Aber sie sind es definitiv wert. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Produkten, die nichts mit Kosmetik zu tun haben. Und zwar sind das diese zwei super, super, super leckeren Tees. Und zwar ist das der Pukka Night Time, den ich sehr gern abends trinke. Der ist sehr, sehr lecker. Der besteht aus Haferblüte, Lavendel und Lindenblüte. Schmeckt sehr, sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Und mein absoluter Lieblings von Pukka ist der Detox-klärende Bio-Tee aus Anis, Fenchel und Kardamom. Ich weiß auch nicht warum, momentan stehe ich total auf diese Art Kräutermischungen. Und die von Pukka sind bisher meine Lieblinge. Ich habe noch zwei oder drei andere in der Küche stehen. Und der ist leider leer, den muss ich mir jetzt nachkaufen. Und der ist nur noch drei drin. Also ihr seht schon, die sind wirklich, wirklich beliebt bei mir. Und mein Freund trinkt die auch sehr gerne. Und jetzt zu meiner letzten Kategorie, und zwar Fashion. Und zwar ist das hier gerade das, was ich anhabe. Also ich ziehe zurzeit sehr gerne diese Buddies an, die diese Überschnürungen haben, was ich total toll finde. Das ist jetzt gerade ein Ärmelloser, den ich echt sehr, sehr schön finde. Und dann habe ich mir dazu passend noch dieses Netzteil hier geholt. Das ist so ein Dreiviertelärmchen, super schön gestrickt, sehr, sehr weich benutzt. Also ziehe ich gerne in Kombination an, diese zwei Sachen. Und dann habe ich hier noch zwei Teile, und zwar dieses hier. Das ist so ein bisschen kürzeres T-Shirt, Oversize, und dann sind da kleine Herzchen drauf, und dann steht hier Lost in Love, und
super, super schön. Ich liebe dieses T-Shirt. Das ziehe ich immer sehr gerne an mit einer ganz normal schlichten Jeans. Dann das drüber, fertig ist das Ganze. Und dieses Teil hier, das habe ich ja auch schon in meinen Kochvideos getragen. Habt ihr ja schon gesehen, dass ich das wirklich sehr, sehr gerne trage. Das ist hinten ein bisschen länger. So, sieht man das vielleicht ganz gut. Das hier ist vorne und hinten ist es ein bisschen länger und ist so ein, ich mag diese Schnitte, die so oval unten sind. Super, super gerne. Es ist super schön luftig und auch wieder so ein Basic-Teil, was man eigentlich immer anziehen kann. So, dann das nächste und das ist so meine große, große Liebe diesen Monat gewesen. Und zwar hat mir mein Freund zu unserem Jahrestag diese Tasche hier geholt. Die ist so ein bisschen angelehnt an einem asiatischen Schulrucksack. Und der ist so toll, der hat wirklich super viele Fächer. Hier vorne ist ein Fach. Dann hier drin sind ganz viele Fächer. So. Und es hat einen Rucksack. Man hat hier hinten noch ein Fach. Super bequem, es passt sehr viel rein, auch wenn er relativ klein ist. Aber ich finde den so, so gut. Und die Qualität ist vor allem auch sehr, sehr gut. Also es ist natürlich Fake-Leder, kein echtes Leder. Farbtechnisch passt der auch eigentlich zu allem. Ich trage den eigentlich zu wirklich allem. Und werde mir noch mehr von der Sorte auf jeden Fall kaufen. Ich werde euch den Amazon-Link mal unten verlinken, wenn mein Freund ihn mir sagt. Damit ihr den vielleicht auch mal euch angucken könnt. Der Versand hat relativ lang gedauert, das weiß ich, das hat er mir erzählt. Aber er ist es definitiv wert. Ja, das waren jetzt also meine Favoriten im August. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Favoriten, die ihr im August sehr, sehr gerne benutzt habt, unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mir die auch mal anschauen und gucken, ob ich mir das ein oder andere auch mal besorgen werde. Und vielleicht seht ihr dann euer Produkt demnächst in meinem nächsten Favoritenvideo. Bis dahin wünsche ich euch einen super, super schönen Tag. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte sofort hier unten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video am Montag wiedersehen. Bis dahin.